und Herren, herzlich willkommen im zweiten Teil. Als ich vorhin zu Anfang davon gesprochen habe, also wie unfassbar das ist, dass Olli Kahn tatsächlich eventuell Manager wird bei Schalke 0 Dings da. Also das kann man sich ungefähr so vorstellen, das wäre ungefähr so, als wenn der Papst jetzt wirklich Berater werden würde in einer Schwangerschaftsberatungsstelle. Ne? Ungefähr so. Ich komme drauf, weil die katholische Kirche, ja ganz offensichtlich in den letzten zwei Monaten hat sich einiges geändert, die scheint einen neuen Imageberater zu haben. Ne, das fällt auf. Also, und zwar muss der Imageberater denen gesagt haben, any promotion is good promotion. Also egal was, Hauptsache man kommt irgendwie in die Schlagzeilen, ne? Da kriegen die Leute von einem zu hören und dann kommen die irgendwie zu einem und kaufen was dann nicht, aber die sind dann halt da. So, hat sich der Papst gesagt, gut, machen wir. Ne? Hat er gleich in England angerufen, da beim Williamson. Hat gesagt, komm, klopp mal einen raus. Ne? Hat er gesagt, gut. Ich komme wieder in die katholische Kirche, dann kommt so ein Holocaust-Vergleich, also zack, war die Schlagzeile da. Haben sie Erfolg mitgehabt, ne, waren sie überall im Gespräch, haben sie gleich weitergemacht. Ne? Papst hat dann letzte Tage nochmal da was gesagt, wie man so mit Kondom umgeht, nämlich gar nicht. Und dann hat sich dann auch gleich wieder eingeschaltet, nicht ein alter Bekannter, der sich immer wieder gerne einschaltet, nicht der Bischof Mixer aus Augsburg. Soweit bekannt, ne? Bischof, der Ausbildungsleiter von Eva Herrmann, der Mixer, ne? Der ist soweit. Das sind wahrscheinlich die Protestanten, die klatschen, nicht? Der Mann, auf dessen Namen man sich keinen Reim machen kann, der. Jemand. Also. So, und der hat dann auch gleich wieder, hat dann so ein paar, hat eine, naja, sektiererische Gruppe auch wieder einfach mal gefirmt, hat gesagt, kommt, wir nehmen euch auch noch mit dazu. Und zwar eine Gruppe, die so christliche Werte vertritt, wie Demokratie ist ein Werkzeug des Teufels. Also, ach komm! Kommt mal zu uns, zack, war die Schlagzeile wieder da, ne? Hat der Herr Mixer gemacht. Und der Herr Mixer, der ist ja kein Unbekannter. Er hat ja dann eben kurze Zeit vorher, da wie auch einen rausgekloppt, und zwar im Zusammenhang mit diesen, mit den Krippenplätzen. Also, wie viel brauchen wir, wurde da diskutiert, und wie finanzieren wir die Krippenplätze? Da hat der Mixer dann auch wieder sich sogar in die Schlagzeilen gemogelt, hat er nämlich gesagt, also die Krippenplätze, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Mutter bleibt zu Hause bei Kind und Herd. Naja, gut, also wortwörtlich meinte er Folgendes. Eine Frau ist auch als Mutter eine ganz besondere Persönlichkeit, weil sie eine Beheimatung schafft, weil sie ein Zuhause schafft. Und es kann sonst keine andere Person eine so persönliche Beziehung zu einem Kind schaffen. Und da frage ich mich doch, mein lieber Herr Mixer, was ist das denn bitteschön für eine bodenlose Unverschämtheit, die selbst den größten Vorurteilen eine Beheimatung schafft? Und zwar meine ich diese fiese, gemeine, niederträchtige Diskriminierung. Es könnte wirklich nur eine Mutter und keine andere Person eine so persönliche Beziehung zu einem Kind schaffen. Ich meine, da arbeiten wir. Jungs. Frank Jürgen, ne? Das ist ja noch so eine Krabbelgruppe. Also, da arbeiten wir doch wirklich jetzt mit aller Kraft daran, wirklich, ne? Wie man jetzt also neben unseren traditionellen Aufgabenbereichen Job. Nee, Stammtisch ist kein Job. Das ist. Ja, aber ich sag mal, Keller aufräumen, ne? Das ist aber auch noch so traditionell, Sommerreifen. Ich bin übrigens sehr gut darin, in Lichterkette in Tannenbaum einfädeln, ne? So dass man das nicht sieht. Ja, wir machen gleich dann einen Termin, gut. Also, ne, ich bin quasi Tannenbaum-Designer. Also, kurzum, wir versuchen da jetzt wirklich mit aller Kraft, wie man jetzt als Vater einem Kind eine Beheimatung schafft. Und da kommt der Mixer daher und sagt tatsächlich, nee, das geht gar nicht, denn es könnte nur eine Mutter und sonst keine andere Person eine so persönliche Beziehung zu einem Kind schaffen. Da frage ich mich doch allen Ernstes, mein lieber Herr Mixer, warum? Warum habe ich gelernt, wie man Kastanienmännchen bastelt? Wirklich, war ich voll drauf. Und nicht so ein blödes Ding, so Kastanien, wie viele Löcher rein, Streichholz rein, kippt dauernd um. Nee! Das Kastanienmännchen, was ich mittlerweile drauf habe, ist mal ganz locker eine ganz besondere Persönlichkeit. Ja. Ein Kastanienmann-Designer. Machen wir gleich auch einen Termin für. Müsst ihr mal sehen. Warum, Herr Mixer? Habe ich mich bitteschön Woche für Woche beim Babyschwimmen nicht näher zu definierenden Substanzen im Wasser ausgesetzt. Warum? Ich wollte halt eine persönliche Beziehung zu einem Kind schaffen. Deshalb war ich beim Kleinkindturnen. In Socken rennt man da rum. Das ist nicht schön.
für die anderen. Deshalb beherrsche ich doch mittlerweile die albernsten Tänze. Du Jägermeister. Ich kann olympische Hebefiguren, deshalb war wie man sie wohl niemals zu Hause schafft. Herr Mixer, ich kann Rolf Zukowskis Winterkinder-CD auswendig. Ja, danke für das Mitleid. Es ist wirklich wahr, es ist alles drin, alles abgespeichert. In der Weihnachtswege, schnell, komm, guten Tag, ich bin hier. Es ist alles drin. Na, ich gebe euch allen meine Handynummer. Gleich, wenn ich irgendwie um 4 Uhr morgens in den Hausflur klatsche, dann ruft ihr mich an und ich habe es drauf. Und ich weiß nicht warum. Es ist einfach da. Und warum? Also bestimmt nicht, weil ich den Rolf genauso cool und groovy finde wie was weiß ich. Aerosmith oder die Red Hot Chili Peppers, nein, sondern weil... Wenn sie einen zu Hause schafft. Und da kommt der Mixer her und meint tatsächlich... Eine Frau ist auch als Mutter eine ganz besondere Persönlichkeit. Herr Mixer. Da kann ich doch nur sagen, wie gut, dass Ihre Kirche Ihnen... eine Beheimatung schafft. Ja. Ja, und zwar eine, wo nur Sie sind und... sonst keine andere Person... Also kann ich als real praktizierender Vater Ihnen mal mit Fug und Recht entgegnen. Gerade heutzutage ist auch ein Vater als Mutter eine ganz besondere Persönlichkeit. So, danke schön.